Ja, herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ja, wie ihr seht, bin ich, die Sonja und der Dirk da. Ich bin immer noch der Dirk, genau. Wieder mal auf Tour. Wir sind heute in Speyer bei Ahorn Camp und ein Grundriss, der von euch immer nachgefragt wird, sind Fahrzeuge mit einer Hecksitzgruppe. Und da haben wir jetzt den Canada TU Plus gefunden für euch. Gefunden, hat man gar nicht auf dem Plan, aber den filmen wir auf jeden Fall noch ab heute. Tolles Fahrzeug für unter 64.000 Euro. Und was der zu bieten hat. Also ich würde sagen, da lohnt sich doch mal ein Blick rein, oder? Machen wir, ne? Ja. Jo. Also, viel Spaß. Bleibt dran. Ja, bevor wir mit dem Video starten, muss ich mich direkt korrigieren. Der liegt nicht bei unter 64, sondern er liegt bei 68.000 Euro. Da kommen wir aber gleich noch am Ende zu. Aber trotz allem für die Größe hier ein super Preis. Ja, Ahorn Camp baut traditionell auf dem Renault. Hier haben wir den Master. Gibt auch die kleinen Modelle auf Traffic. Unter 7 Meter. Ja, Plus bedeutet bei Ahorn Camp immer Hubbett vorne. Wir können hier in dem Fahrzeug bis zu 10 Personen setzen. Das seht ihr gleich drin. Natürlich jetzt nicht gedacht für mit 10 Personen Urlaub zu machen. Da wären 3,5 Tonnen ein bisschen eng. Geht aber bei dem Renault bis 4 Tonnen. Wenn man hinten eine Zusatzluftfederung einbaut, ne, dann kann ich den auf 4 Tonnen auflasten. So sieht der von hier aus. Ich habe es eben in einem anderen Video auch schon mal gesagt, was mir gut gefällt, dass man hier auf diese wüsten Silikonfugen verzichtet. Hier sitzt die Dichtung halt innen, dichtet aber dann genauso gut ab. Ja, wir haben Polyvision Rahmenfenster, auch in der Preislage nicht üblich. Ja, das Beige ist halt so das, ja, die Wiedererkennungsfarbe beim Canada. Das ist immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ja, hier hinten sehen wir schon, ganz ungewöhnlich, wir haben ein Heckfenster. Ja, hier bei dem Alaska auch. Und so sieht der auf der Beifahrerseite aus. Natürlich, klar, wir haben jetzt hier keine riesige Heckgarage. Das kann auch nicht gehen. Aber was er innen zu bieten hat, zeige ich euch jetzt mit Sonja. Ja, da sitzt sie schon parat im Canada TU Plus. Ich gehe mit euch mal rein über die Trittstufe. Auch hier haben wir wieder diese kleinen Nachtlichter. Ja, wir haben hier vorne eine kleine Dinette. Naja, nee, so klein ist sie nicht. Entschuldige bitte. Also ach ja, nee, wenn man hier mal rumguckt. Jetzt verkauf mal bitte das Auto nicht unter Wert, ja? Ja, nee. Große Dinette. Ich behaupte das Gegenteil. So, setze ich mich mal hier vorne hin. So sieht das hier aus. Ja, und wenn wir jetzt mal den Blick darüber schweifen lassen, da kommen wir gleich noch zu. Da haben wir die Hecksitzgruppe. Ja, hier haben wir dann auch das Skyroof, das ist als Kurbeldach. Also man sollte natürlich vorher die Verriegelungen lösen. Und dann kann man sich hier einen kurbeln. Ich lasse das jetzt mal so. Natürlich wie immer Verdunklung. Ah, das ist wahrscheinlich auch Polyvision, das ist diese, ja, diese Verdunklung, ne? So. Gerade mal gucken. Ja, da ist noch eine Folie drauf, also das ist nicht immer so blass, milchig. Ja, da haben wir ein Hubbett. Ein riesiger Ablagen hier oben.
Nee, Frau, dann machen wir mal weiter, ne? Ja. Unter Hubbett ein großer Schrank. Ja. Und noch ein Schrank, ne? Ein etwas kleinerer Schrank. Und noch ein Schrank. Ja, drei Aufsteller. Ja. Ziemlich hell, also ziemlich gutes Lichtdesign. Ich habe das Wort gesucht, ich habe immer so Wortfindungsstörungen. Das Ganze hier vorne kann man auch zum Bett umbauen. Da kann man unten an... Na? Müsste aber... Ja, sag ich doch. Die Polster liegen wahrscheinlich hinten im Heckstauraum und da vorne haben wir dann noch eine Klappe. Nee, da ist keine Klappe. Okay. Dafür ist das Bett genau. Etwas breiter. Da passen zwei Leute. Da passen zwei drauf. Okay. Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier. Doch, da hinten ist Doppel-USB. Na, hier oben. Alles gut. Oh, hier, das ist ganz nett gemacht. Ein bisschen mit Stoff kaschiert. Ja, Hubbett, du kramst gerade nach dem Schlüssel für das Hubbett, habe ich mir gedacht. Lass mich aber erstmal hier raus, weil sonst... Den habe ich quasi behalten. Ja. Oh, Vorsicht. Da ist hinten eine, wie sagt man? Ja. Eine Kopfschütze. Kopfschütze im Weg. So. Na? Jetzt hat er. So, das Ganze nochmal. Nichts kaputt machen, ne? Jetzt fährt es aber auch echt zickig runter, ne? Also, ja, ja. So, weiter mache ich mal nicht. Naja, aber ihr seht. Naja, aber es ginge noch, wie ihr da hinten seht. Ja, aber da steht noch eine Wasserflasche. Ja, ja, ja. Also es ginge noch 20 cm weiter runter, weil jetzt, selbst hier ist die Höhe enorm. Wenn man das mal gerade ein Stück zurücknimmt, ich will mal gerade... Halt es fest. Ja, auch hier Lattenrost. Sehr schön. No? Da oben haben wir zwei Touch. Die ist mal nicht so dünn. Nee, da haben wir zwei Touch-LEDs. Das Ganze noch ein bisschen mit Stoff kaschiert. Ja, man nicht so auf die... Skyroof kannst du schön lüften. Ja. Alles gut. Nett. Sehr schön. Ja, das Licht flackert immer kurz, wenn man den Schalter da betätigt, weil das einen unwahrscheinlichen Anlaufstrom hat. Dieses Hubbett, das ist aber normal. Ja, da hat auch einer mitgedacht. Also hier sind nochmal Lichtschalter, damit man auch aus dem Hubbett das Licht ausschalten kann. So, jetzt werden die Kopfstützen wieder dran montiert und dann geht's in der Küche weiter. Und solange Sonja da vorne mit den Kopfstützen befasst ist, gehen wir schon mal in den, ja, in die Hecksitzgruppe. Die ist auch mal richtig klasse zum Lümmeln. Ne, also hier können 1, 2, 3, 4, 5, 6 können hier sitzen. Plus vorne nochmal 4, kommen wir auf 10. So, und der Torwart muss halt dann auf die Toilette. Aber, kenne ich ja noch vom Wohnwagen, ne, diese U-Sitzgruppe. Immer ein schönes Raumgefühl. Gelle? Ja, und über mir ist dann natürlich auch wieder ein Hubbett. Das lässt sich jetzt bitte aber nicht runter, wo ich noch so hier unten sitze. Ne? Könnte was eng werden. Ja. Wir haben einen recht großen Tisch, der ist jetzt gerade dekoriert, aber den kann man natürlich aufklappen. Umklappen. Dann ist er doppelt so groß wie jetzt. Wahnsinn. Als jetzt. Wir haben drei Fenster hier hinten. Das ist auch schön, ne? Also das ist auch ein schöner Grundriss. Ja. Ich könnte mir den jetzt sogar vorstellen, ohne die Dinette vorne auf 6 Meter. Vielleicht auch ohne das Hubbett, dass du dann wirklich nur dieses, ja, diese Hecksitzgruppe hier hinten hast, ohne, ja, und halt Meter weniger, ne? Ja. Macht auch. Meter. Ja, macht auch Sinn. Wir haben ein paar Oberschränke. Ups, hui, ja. Ja, die gehen zackig auf. Haben Spannung. Ja, die sind jetzt nicht so groß, aber... Gut, du musst das Bett ja auch noch runterfahren. Ja, ja, klar. Also, ne, das ist klar. Aber du hast einen Kleiderschrank. Geht nicht immer alles.
Na, was mir hier jetzt ein bisschen fehlt, das muss man sagen, das sage ich aber auch nur, weil ich vom Wohnwagen komme, hier fehlt ein kleiner Abstand. Hinterlüftung. Ja, eine kleine Hinterlüftung zur Außenwand, auch wenn das alles GFK ist bei Ahorn Camp. Aber das merkt man jetzt hier schon in der Halle, hier ist doch kalt. Und normalerweise nimmt man die immer ein Stück ab von der Wand, so, dass da auch ein bisschen Luft dahinter zirkulieren kann. Soll ich mal gucken, wo die Heizung sitzt. So, wir haben einen Kleiderschrank, da sind auch noch die Zusatzpolster. Da haben wir noch einen. Ja. Schönen großen Fuß. Und dann haben wir hier wahrscheinlich diesen großen Kühlschrank mit dem, ja, mit diesem Getränke. Ja, genau. Einmal und zweimal. Ja, der ist riesig. Tja, hier kannst du die Fußballmannschaft verköstigen. Ja. Ja, wir arbeiten uns jetzt mal rückwärts. Wollen wir erst das Hubbett zeigen? Ja, selbstverständlich. Gut. Wofür sind wir hier? Na, auch da wieder die Lichtschalter. So, haben wir alles? Jawohl, dann... Wow. Also langsam geht das nicht. Nee, nee, das geht. Nur eine Stufe und das ist schnell. Geht noch weiter, ne? Ja, aber ich will nicht, weil da sind ja die Polster. Das sind die Polster. Gut. Ja, aber auch das reicht von der Höhe her locker aus. Aber man kann es halt noch weiter runter machen und dann kommt man auch an die Fenster. Auch ans Fenster. Genau. Okay. Hiki. Jo, mach du mal da hoch. Ich gehe mal duschen. Ja, viel Spaß. Weil wo... Mit Shampoo mit. 10 Mann sitzen können, muss man auch duschen können. Au ja. Jo, das haben wir eben in dem anderen Fahrzeug schon mal so ähnlich gesehen. Na? Schönes Ahorn Camp Handtuch. Wir haben einen Unterschrank. Großen Unterschrank. Fenster. Wir haben einen Oberschrank. Und wir haben eine recht große Dusche. Muss man hier mit euch hier reingehen? Ja, das ist auch riesig. Und auch hier von der Stehhöhe. Wie gesagt, ich bin 1,86. Das geht. Ohne Probleme. Da sind noch 2 Kleiderhaken in der Ecke. Also auch, ich sag mal, ein ehrliches Fahrzeug. Zu einem ehrlichen Preis. Ja, an manchen Stellen ein bisschen viel Silikon, aber dafür ist es dann auch da dicht. Ja, okay. Oh, da kommt die Trennwand. Schöne Garderobe mit Spiegel. Und jetzt haben wir heute mal wirklich fast zum Abschluss die Küche. Das ist eher ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ne? Das ist nicht unsere Reihenfolge, aber... Wir sind ja flexibel. Genau. Dann fangen wir bei der Küche doch hinten an. Den Kühlschrank hatten wir ja gerade. Haben wir schon. Also... Gucken wir uns mal die Schubladen an. Ah. Zentralverriegelung? Zentralverriegelung der Schubladen. Ja, die ist mal groß, ne? Ja. Ja. Da muss man echt sagen, da haben die sich im Küchenbau bedient, würde ich sagen. Ja. Hier kriegt man auch endlich mal lange Messer rein oder Kochlöffel. Hm. Das ist mal eine schöne Aufteilung für eine Schublade mit Steckfach. Hier haben wir einen großen Schrank, da musst du jetzt einfach mal rüber. Komm mal rum, da sind noch die Gasabsperrhähne unten und ein paar Stromkabel. Jo! Ja. Empfiehlt sich immer hier mit Boxen zu arbeiten, wo man Lebensmittel drin lagert. Arbeitsflächenerweiterung haben wir hier nicht. Hier oben haben wir das zentrale Bedienpanel als Touchpanel. Ja, wir haben einen Oberschrank. Naja, wir wollten mal erstmal. Achso, wir arbeiten heute mal andersrum. Ja, ja, ich bin heute. Du bist abgelenkt. Bin ganz anders, ja. So, weiter. Ja, ein Spülbecken? Nein. Doch. Oh. Groß und tief. Die Arbeitsplatte ist auch ganz nett. Ja, ich sag das immer wieder bei Ahorn Camp. Mir gefällt hier dieser Haushaltsablauf da hinten. Ne? Das ist wirklich mal. Da geht Wasser auch irgendwie weg. Ja. Das ist hier so eine, wie nennt man es? Arbeitsplatte. Nein. Doch. Das Material. Was weiß ich. Das ist kein Mineralwerkstoff. Nee? Nein, das ist kein Mineral. Aber es sieht aus wie Marmor. Ja. Ist nur nicht so schwer. Kunststoff. Ja, wir haben 3 Flammenkocher, natürlich mit Piezozündung. Jo. Ich glaube, der lässt sich gut sauber halten. Jo. Und man hat ein großes Fenster zum Lüften. Kann rausgucken beim Kochen.
Jetzt den Oberschrank. Ach, der Oberschrank. Ja. Ja. Ist auch groß. Ist groß. Hier nochmal mit einer Auch ganz gut unterteilt, ne? Ja. Ja. Und echt massiv. Guck dir mal die Aufsteller an. Ja. Eieieiei. Hier oben haben wir nochmal so eine... Nachtlicht. Guck mal. Ach, noch mehr Nachtlichter für dich. Aus, Nachtlicht, an. Ja, hier könnt ihr den Fernseher hinstellen. Auf den Kühlschrank. Ja, oder die Nespresso oder sonst irgendwas. Kaffeemaschine. Ja. Ja, das da haben wir. Das scheint auch serienmäßig zu sein. Ne? Hier so ein Halter, ja. Handtücher. Das ist ja, Steckdose. Clever. CP Plus Bedienteil und die Ahorn Camp Olivenölflasche. Ach, richtig. Ja, ja, das Audio. Ja, Außenklappen haben wir auch jede Menge hier auf der Seite. 2x11 Kilo. Ja, gut, die muss man da jetzt oben irgendwie drüber wuchten. Aber auch das geht. Ja, so sieht das da aus drin. Ich kann die Kamera natürlich nicht fokussieren, wenn es schwarz ist. Da hinten haben wir den Zugang zur Batterie. Und... den Heckstauer. Da muss ich jetzt mal hier irgendwie drüber klettern. Ja, natürlich. Nein, musst du nicht. Muss ich nicht? Du gehst rum? Okay. Bitte schön. Also, wie gesagt, das ist jetzt nichts für zwei Fahrräder, weil diese Sitzgruppe schränkt natürlich hier den Heckstauraum ein. Aber, ja, für einen Stuhl und einen kleinen Falltisch reicht's allemal. Ja, hier auf der Seite sitzt dann auch noch der Frostwächter. Kommt man auch gut dran. Ja, Licht ist auch drin. Wir haben noch ein paar Verzurrösen. Also, ja. Dafür hat man dann aber eine große Hecksitzgruppe. Ja, der Toilettenschacht. Eben schon im anderen Video gezeigt. Schön abgedichtet. Also nicht schön, aber abgedichtet, sagen wir es mal so. Viel Silikon, aber dafür ist er dicht. Ja. Gute Sache. Sieht gut aus. So, reden wir mal noch über Geld. Ich habe es eben schon gesagt, 68.600 Euro für das Auto finde ich jetzt okay. Na, wir haben 145 PS, 3,5 Tonnen. Wir haben den großen Tedford-Kühlschrank. Wir haben das elektrische Hubbett vorne und hinten. Eine 4 Meter Markise, Rückfahrkamera, Panoramafenster. Rahmenfenster, das Ganze voll GFK, ja, ambiente Beleuchtung, Truma-Heizung und den Crash-Sensor mit Gasfilter. Ja, Grundpreis 55,8 mit Überführung und allen Extras 68,6. Das soll es für dieses Auto gewesen sein. Ja, auf zum nächsten. Einen machen wir noch und dann Schluss für heute. Also vielen lieben Dank an Ahorn Camp hier in Speyer. Dass wir hier sein dürfen und dass wir so viele Autos filmen können. Ja, danke an euch fürs Zusehen. Schaut es euch an bei eurem Ahorn Camp Partner oder direkt hier in Speyer. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Bis Tschüss. Dann. Tschüss.